Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In Berlin findet eine Demo statt am 16.09. Und zwar geht es um Therapiefreiheit. Ich zeige mal das Plakat, das ist eigentlich ganz schön. Und es geht um Impfungen und um viele, viele Themen. Bei mir sind Andrea und Daniela. Ihr seid mit der Demo so ein bisschen befasst und kennt euch auch so ein bisschen mit der Thematik aus. Stellt euch mal selber vor, Andrea, du kommst aus einer Zahnarztpraxis, habe ich gehört, und bist also täglich auch mit Patienten, aber da ist jetzt noch nicht so mit Impfen oder so, aber womit bist du konfrontiert? Ich habe die Demo angemeldet und also ich arbeite in einer ganzheitlichen Zahnarztpraxis. Mein Chef ist Arzt, Zahnarzt und Heilpraktiker, also es hat schon auch was mit Impfen bei uns zu tun, weil wir haben auch Patienten, die nicht jetzt als zum Zahnarzt kommen, sondern zu meinem Chef als Heilpraktiker, und wir haben ganz viel mit Impfleitausleitungen zu tun, also Impfschäden, wo dann entgiftet wird praktisch. Ja, und Daniela, wie bist du dazu gekommen, zu der Thematik überhaupt? Ja, ich bin zu der Thematik gekommen durch meine älteste Tochter, die noch fast völlig durchgeimpft war. Und die hatte keine schönen Nebenwirkungen. Und wir haben sehr lange gebraucht mit klassischer Homöopathie etc., um das bei ihr loszuwerden. Es hat insgesamt 10 Jahre gedauert. Und wir sind jetzt aber so weit wieder, dass sie so weit genesen ist und wie ein normales Kind durch die Gegend läuft. Ja. Aber es war hart. Ja, und im Moment ist ja sozusagen die drohende Gefahr, dass politisch irgendwann bestimmt wird, dass Kinder zwangsgeimpft werden müssen. Das heißt, es ist ja schon oft so, dass man den Eltern so einen Druck macht und sagt, ja, das Kind ist ja nicht geimpft, dann darf es nicht in die Kita. Also gar noch nicht so ein direkter Zwang, aber schon so ein indirekter. Also kriegt ihr das mit, dass manche Eltern dann sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll? Ja, das ist ganz massiv sogar in letzter Zeit aufgetreten, dass Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen wollen, immer nach dem Impfpass gefragt werden. Und wenn die den nicht vorweisen können, dann werden sie meistens jetzt zur Impfberatung geschickt. Diese Beratungspflicht haben wir jetzt seit Juli. Da ist das Gerichtsurteil beschlossen worden, dass wir eine Impfberatung haben, also diese Pflicht dazu. Und alle Eltern, die praktisch diesen Beratungsnachweis nicht liefern können, die werden dort hingeschickt zum Gesundheitsamt oder zum Arzt, wie auch immer. Sie müssen nachweisen können, dass sie an einer Impfberatung teilgenommen haben. Das hat ja zumindest noch so die Hoffnung, dass man sagt, gut, ich habe mich beraten lassen, aber ich gehe trotzdem nicht impfen. Die Option ist ja noch da, aber ist für dich der Eindruck, das führt irgendwann so weit, dass man sagt, man lässt diese Option gar nicht mehr zu, oder werden wir uns diese Freiheit erhalten? Ja, weiß ich nicht. Das Problem ist ja einfach, dass viele Ärzte dann leider auf diesem Beratungsschein raufschreiben, den Status, was nicht erlaubt ist. Ja, also die schreiben dann schon rauf, also Beratung hat stattgefunden, aber Kind wird dennoch nicht geimpft. Das darf auf diesem Beratungsstein gar nicht draufstehen, weil das nicht relevant für die Aufnahme in der Kita ist. Mhm. Aber die schreiben das rauf, und dadurch haben die Eltern immer die Probleme, dass die Kinder nicht aufgenommen werden. Ja. Das Gleiche zieht sich auch in der Schule mit durch, dass wenn Kinder auf Klassenfahrt gehen, da ja auch Impfpässe verlangt werden. Und wenn der nicht vorgewiesen wird und auch kein ausreichender Tetanusschutz da ist, dann werden die Kinder einfach von der Klassenfahrt ausgeschlossen. Daniela, für dich war es ja sozusagen im Nachhinein, dass du gesehen hast bei deiner Tochter, dass das nicht gut war? Ja. Oder hast du dich vorher schon damit beschäftigt? Oder ist das sozusagen dann erst, dass du gesagt hast, das kann ja nicht sein? Ja, ich habe vorher kritische Stimmen gehört, aber nicht wirklich wahrgenommen. Man macht sich nicht die Gedanken und denkt, bei mir geht alles gut, ich bin ja auch gesund geblieben und habe keinen Impfschaden. Und wenn es so schlimm wäre, wird man es ja auch nicht richtig machen, oder? Genau. Und vertraut sozusagen so ein bisschen dem Staat, oder wie? Genau, also es war einfach nur dann im gemeinsamen Gespräch mit Eltern, die eben nicht impfen, dass man kritisch wurde und dann erst Jahre später gewusst hat, ach, die und die Symptome, die stehen ja im Beipackzettel, wusste ich ja gar nicht. Beipackzettel bekommt man beim Arzt nicht zu sehen, nur auf Nachfrage oder auch auf Nachfrage nicht. Und
die Ärzte sind einfach immer darauf erpicht, auch zu impfen. Das Problem ist einfach auch, dass ein Arzt offensichtlich kein Geld bekommt, wenn er nur berät und hinterher nicht impft, sondern wirklich die Beratung an die Impfung gekoppelt ist und er das dann so entsprechend abrechnen kann. Also ich habe gehört, dass einige Kinderarztpraxen Praxen gar nicht existieren könnten, wenn sie nicht dauernd impfen würden. Das heißt, es ist ein großer Anteil ihrer Einnahmen und das kann es ja irgendwie nicht sein, dass quasi Geld mitverdient wird und es deswegen nicht hinterfragt wird. Also das ist in Berlin-Wedding, Müllerstraße 178, sagt mir jetzt gar nichts. Mhm. Das ist vom Bayer-Schering-Konzern, das ist ein guter Treffpunkt, großer Treffpunkt, da ist also ein Riesenplatz, wo wir uns treffen können. Und dann wollen wir von da auch aus einen 3,2 Kilometer langen Marsch machen. Wir wollen gehen große Straßen lang, auch wo viele Touristen auch sind. Mhm. Wir gehen über den Hackischen Markt hin zum Alexanderplatz und werden am Alexanderplatz, also kurz hinter dem eigentlichen Platz, eine große Kreuzung für 3 Stunden sperren lassen, wenn wir ausreichend Leute sind, wovon wir ausgehen. Und werden da unsere Abschlusskundgebung machen. Es sind viele, viele tolle Impfkritiker da. Hans Tolzin, Rolf Krohn, Michael Leitner wird das Ganze moderieren. Daniel Trappisch von Impfentscheid aus der Schweiz kommt. Johann Leubner aus Österreich kommt. Den also wir haben auch schon bei Bewusst-TV einige von denen. Ja. Wir haben wirklich die Creme de la Creme bekommen. Und das i-Tüpfelchen ist, dass Andrew Wakefield kommt von Vext. Mhm. Der ist auch mit dabei. Okay. Und ja, also dem Doku-Film Vext, das heißt eben geimpft sozusagen auf Neudeutsch. Ja. Und ja, das klingt sehr spannend, wichtige Leute da, aber so eine Demo ist ja immer so, da kann man, das ist ja immer sehr laut und so. Aber es geht ja auch dazu, dass man wirklich die Menschen erreicht und zeigt, da ist eine große Masse von Menschen, die einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, sondern also es ist ja wirklich so, dass die Eltern der Kinder große Probleme haben, dass die Menschen selber heute auch in dem Zwang sind, dass ganz viele Dinge wegfallen, Hebammen sozusagen, die Versicherungen werden immer teurer, dass es immer weniger gibt. Dann Heilpraktiker hat ja neulich ein Politiker gefordert, dass die ganz verboten werden oder mehr eingeschränkt werden sollen. Das ist ja, betrifft uns ja alle, dass wir im Grunde nachher nicht mehr die Wahl haben. Also wer sich impfen lassen will, kann das ja gerne machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mich irgendwie anders behandeln oder einfach gesund bleiben, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit bei diesen Veränderungen. Genau, es geht nicht nur ums Impfen. Ja. Unsere Demo berührt, also geht natürlich ums Impfen und um die freie Entscheidung, sich impfen zu lassen oder auch nicht. Und was das ganze große Problem ist eigentlich die freie Therapiewahl. Es geht nicht nur um die Impfgegner. Es geht um alle, die sich alternativ ein Gesundheitskonzept überlegt haben und das verfolgen möchten und das dann nicht mehr können, wenn irgendwo in der Medizin Zwänge ausgeübt werden. Ja. Es ist ein Menschenrecht, dass man frei wählen kann, was man in seinen Körper an medizinischen Produkten hineingibt. Und für dieses Menschenrecht gehen wir auf die Straße. Ja, und es ist natürlich wichtig, wenn man frei wählen kann, dass man auch die Informationen hat. Das heißt, wenn man nur eine Information hat, zum Beispiel Krebschemotherapie, dann kann man ja nicht wählen, weil man gar nicht weiß, dass es noch ganz viele andere Wege gibt. Mhm. Und ist das für euch so breit gestreut bis hin zu Krebs, dass man sagt, also ich würde mich, bei mir ist es so, ich mache mir da gar keine Angst mehr, dass ich zur Vorsorge gehe oder sowas, weil ich einfach ein ganz anderes Verständnis habe von Gesundheit und Krankheit und jetzt nicht dauernd Angst habe, krank zu werden. Und wenn ich was habe, dann gucke ich halt, was bietet die Natur an, wer weiß da was, wer hat da Erfahrungen und renne nicht sofort dann in eine Klinik und lass mich. Wie ist das mit dem Heilpraktiker? Was kommt dann für ein Publikum? Sind die Menschen schon auch so, dass sie sagen, also ich traue heute dem medizinisch-industriellen Komplex im Grunde nicht mehr und habe Angst, dass ich falsch behandelt werde, wenn ich einfach mich nicht selber damit befasse? Na, das sind schon Patienten, die
die Pharma-Produkte alle ausprobiert haben, teilweise von der Schulmedizin austherapiert sind, die dann zu uns kommen und nach weiteren Lösungen suchen. Ja, und die meisten sind chronisch krank und suchen da absolut nochmal die Alternative und auch ja, den Genesungsweg. Ja. Es ist ja nicht nur der Teilpraktiker, also bei uns geht natürlich auch viel über die Zähne. Ja, also dass wir das viel mit einfließen lassen und das halt im ganzen Komplex gestalten. Also ist schon auch die Individualität bei uns gefragt. Das sind meisten auch gar nicht bewusst, dass über die, was weiß ich, tote Zähne und, genau, und wurzelbehandelte Zähne, dass da chronische Gifte Krankheiten quasi auch überall durch den Körper wandern, wenn das nicht richtig gemacht wird. Genau, also Asthma ist ja eine ganz verbreitete chronische Krankheit, haben wir also ganz tolle Therapieerfolge auch, dass wenn wir über die Zähne, wurzeltote Zähne entfernen und da wirklich eine anständige, adäquate Entgiftung stattfindet, dass das Asthma dann nach 10, 15 Jahren auf einmal weg ist. Ne? Mhm. Und diese Individualität, die muss einfach bleiben. Ja, ja. Also man darf nicht sagen, nur Pharma und nur die Schulmedizin ist der Weg, sondern ich finde das ganz wichtig, dass die Schulmedizin auch sich mal öffnet für die Individualität. Sie ist wichtig. Ja? Ja. Also wenn jetzt wirklich eine Operation stattfinden muss, da ist die absolut indiziert. So Notfallmedizin, ja? Das ist muss auch sein, irre, die muss, ne, bleiben. Mhm, ja. Und ich finde das ein Segen, dass wir die haben, aber in der Kombination würde sie viel, viel besser funktionieren und vor allen Dingen in der Kombination würden auch nicht so viele Schäden entstehen. Ja, du hast das ja so ein bisschen jetzt angedeutet. Kannst du das vielleicht spezifizieren, dass man sagt, also da sind nach den Impfungen bei deiner Tochter was für Sachen aufgetreten? Naja, es waren schon massive akute Symptome, es war viel Erbrechen, es war vor allem nachts, hat sie monatelang erbrochen, tagsüber war nichts. Also es waren schon so ganz spezielle Symptome, wo jeder Arzt gesagt hat, da kann ich nichts machen. Monatelange Bronchitis, ja, auch praktisch austherapiert mit Antibiotika und Co. Ohrenentzündung, immer wieder ganz normale Erkältung, aber irgendwie am Stück. Dann später im Schulalter noch, hat sie ihre Blase nicht kontrollieren können. Und das war schon alles sehr belastend. Schlafstörungen waren von Anfang an dabei. Sie hat die Mundmuskulatur nicht im Griff gehabt richtig. Auch das Sprechen war schlecht. Und das löste sich alles mit der klassischen Homöopathie. Hast du denn von Anfang an gedacht, ach, das fing an nach der Impfung oder hast du erstmal gesagt, das ist ja komisch? Ja, von Anfang an noch nicht, aber so nach der vierten Sechsfachimpfung wurde das ja immer alles ein bisschen schlimmer. Dann kam die erste Masern-Mumps-Röteln-Impfung, die im Grunde das Sahnehäubchen noch oben drauf gesetzt hat. Da entwickelte sie autistische Symptome und wie eine Depression auch. Ein sehr trauriges Kind hatte ich plötzlich und wusste nicht, wo das herkommt, weil sich sonst im Umfeld nichts verändert hatte. Und sind eben dann auch von Arzt zu Arzt, haben uns gefragt, woran könnte es liegen. Und ich habe dann einen Arzt auch auf die Impfung angesprochen. Der hat dann nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, ich weiß nicht, ob das daher kommt. Aber Therapieangebote kamen nur vom Heilpraktiker, die dann auch funktioniert haben. Und wie, also Ausleitung oder wie was? Klassische Homöopathie, Einzelmittelhomöopathie mit Hochpotenzen und nach 3, 4 guten Mitteln haben wir dann gesehen, ja, jetzt wird es besser. Sie stotterte nicht mehr, sie schlief durch, das war das allererste, sie näste nicht mehr ein und sie war insgesamt wacher und schneller in ihren Reaktionen. Und irgendwann hörte dann auch, wurde die Mundmuskulatur besser und nach und nach verschwanden diese ganzen Symptome und auch Erkältungen waren dann weniger. Aber das zeigt ja im Grunde, weil du sozusagen da nicht locker gelassen hast. Genau. Das heißt, wenn ein normaler Arzt gesagt hat, ach, das liegt nicht an der Impfung, kann ich jetzt auch nichts machen, dann wäre es wahrscheinlich niemals besser geworden. Das heißt, man muss sich selber im Grunde drum kümmern. Und das ist ja genau darum, wo es bei der Demo geht, dass man eben die Möglichkeit hat, eben sich selber drum zu kümmern und nicht nur von jedem Arzt dasselbe zu hören. Und das nützt ja niemandem was, wenn jeder Arzt sagt, ja, Impfungen sind gut und das soll auch
im Prinzip auch mal ein Appell an die Eltern sein, die sich nur in diese eine Schiene richten, also immer nur in diese schulmedizinische Sparte schauen, sondern auch mal sich auf die andere Seite begeben und da auch mal schauen, sich vielleicht doch mal die Beipackzettel durchzulesen. Was steht denn da drin? Wer weiß das von euch? Wer könnte jetzt ein Beispiel nennen von Impfungen? Ja, also in der Sechsfachimpfung, da steht Atemwegssymptome, da steht Atemstillstände stehen da drin, Apnoen, ja, unfassbar. Und wenn man dann so einen 4 Monate alten Säugling hat, der vielleicht gerade seine zweite Impfung hinter sich hat, nach der zweiten Impfung treten auch allergische Symptome auf, nicht nach der ersten, sondern eben erst nach dem Zweitkontakt. Mhm. Und dann kann es mal zum Atemstillstand nachts kommen und keiner bekommt es mit. Toll. Ja. Also es ist eigentlich unfassbar, wenn ich das so höre. Ne? Es steht im Beipackzettel, könnte sein, Atemstillstand, okay, aber macht ja nichts. Das Problem ist ja, dass die Mütter oder die Eltern diesen Beipackzettel ja nie zu lesen bekommen. Mhm. Wenn man auch da nicht selbst recherchiert oder sich selbst informiert, ist man verloren. Man geht zum Arzt hin, dann ja, augenscheinlich ist alles in Ordnung, auch Kind sieht gesund aus, können wir heute impfen. Dann kriegt man ein Papier, wo man damit einverstanden ist, man soll das unterschreiben und ja, das war's. Aber dass mal jemand richtig eine Aufklärung macht, was für Pros und Kontras es gibt, macht keiner. Es wird ja immer so, also die Masse denkt ja, jetzt Impfungen haben schwere Krankheiten ausgerottet sozusagen. Ihr lacht, weil es anders ist, aber was würdet ihr denen sagen? Wie kann man Leute, die so denken, überzeugen, dass das ganz anders ist? Ja, man kann mit Zahlenmaterial überzeugen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut vom Statistischen Bundesamt, was ja auch Gerhard Buchwald in seinem Buch Impfen, das Geschäft mit der Angst beschrieben hat, beziehungsweise die Grafiken ausgearbeitet hat. Wenn man sich diese Grafiken anschaut, wo die Zahlen des Statistischen Bundesamtes ausgewertet wurden, dann sieht man, dass vor flächendeckender Einführung der Impfung bei vielen Krankheiten einfach schon die Todesrate gegen Null ging, und zwar steil gegen Null. Ja. Menschen werden krank, die Krankheiten an sich sind vielleicht noch aufgetreten, aber eben die Menschen sind da nicht mehr dran gestorben. Und da muss man einfach schauen, was hat sich denn verändert im Laufe der 100 Jahre davor, wo eben noch viele Menschen daran gestorben sind, bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Es hat sich ganz eindeutig die Lebenssituation verbessert in den westlichen Industrienationen. Die hygienischen Umstände sind besser geworden, die Lebensumstände an sich. Die Menschen hatten genug zu essen, sie hatten saubere Wohnungen, sauberes Trinkwasser, geordnete Verhältnisse. Und da stirbt man dann an bestimmten Infektionskrankheiten einfach nicht mehr. Die gesamte Medizin hat sich verbessert. Natürlich. Ja. Und oftmals treten so Epidemien dann auch, was weiß ich, nach Kriegen auf, dass da natürlich auch eine Menge dann durcheinander ist, die Versorgung mit Wasser und so weiter oder auch die Konflikte nach der neuen Medizin. Kann es ja auch sein, dass wenn so viele traumatische Erlebnisse im Krieg sind, dass dann auch viele Leute krank werden und dass man dann nicht sagen kann, ja, das ist jetzt das und das Virus, sondern die Zusammenhänge sind vielleicht ganz anders. Ja, die genauen Zusammenhänge wissen wir nicht, ne? Da sind wir zu wenig in der Wissenschaft drin, aber es geht ja im Grunde jetzt hier bei unserem Thema einfach auch nur darum, jemand, der eine andere Meinung zum Impfen hat oder auch zur Schulmedizin, soll bitteschön die freie Wahl behalten und soll nicht gezwungen werden, sich Dinge einzuverleiben, die massive Nebenwirkungen haben und mit denen er einfach gar nicht einverstanden ist. Was kann dann jetzt so eine Mutter oder ein Vater tun, wo das Kind quasi geimpft werden soll und der geht zu einer Impfberatung oder die und werden so unter Druck gesetzt? Wie könnte man dann jetzt, wenn man sagt, ich will wirklich nicht, dass mein Kind diese Torturen durchmacht, was könnte der dann machen? Es gibt ja, glaube ich, so einen Fragebogen, dass man sagt, hier, und der Arzt soll unterschreiben, dass da keine Impfschäden, dass er die Verantwortung dafür übernimmt, dass keine Schäden auftreten. Oder was wäre eure Empfehlung? Ja, also das würde ich auf jeden Fall jedem Elternteil raten, mitzunehmen. Erstmal, es gibt ja diese schönen 33 Fragen an den Arzt, dass man das einfach sich ausdruckt. Das kann man sich im Netz runterholen, ausdrucken und den Arzt damit konfrontieren und dann halt den Arzt auch letztendlich in die Haftung nehmen. Ja, also das kann man ja sich ausdrucken und
Ja, er hat mich aufgeklärt und er ist der Meinung, dass mein Kind davon keine Schäden zieht. Mein Kind ist gesund und er übernimmt die volle Haftung. Hat das schon mal ein Arzt unterschrieben? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein. Also damit kann man zumindest dann sagen, okay, das Problem bin ich los. Der Arzt lässt mich jetzt in Ruhe oder wie? Das kann ich so nicht sagen, ob der Arzt einen dann in Ruhe lässt. Letztendlich auf diesem Impfberatungsschein steht ja dann doch trotzdem drauf, Kind wurde nicht geimpft. Ist wieder ein Nachteil. Also da kann ich noch mal sagen, bitte darauf achten, alle, die diesen Schein bekommen, das hat nicht drauf zu stehen. Das ist nicht erlaubt. Das kann man sich neu ausstellen lassen. Also den Beratungsschein bekommt man mit oder wird der irgendwie intern jetzt irgendwo weitergeschickt? Nein. Also den bekommt man und da, wenn da drauf steht, wurde nicht geimpft, dann zurückweisen und sagen, hier nochmal, ich will einen ordentlichen Schein. Das muss da nicht draufstehen und das soll da nicht draufstehen. Weil der Status für die Aufnahme in die Kita oder für sonstige Institutionen nicht relevant ist. Wir haben noch keine Impfpflicht. Ja. Ja? Und das muss man sich einfach nicht gefallen lassen. Das also es ist ein weites Feld. Wir haben ja bei BewusstTV viele Sendungen, auch mit Dr. Leubner, mit Hans Tolzin und so weiter. Und es gibt tolle Dokumentationen. Michael Leitner hat tolle DVDs gemacht und so weiter. Das heißt, man muss sich damit befassen, damit man es versteht. Und wenn man es verstanden hat, dann will man, es ist eigentlich so klar, dass man damit nichts mehr zu tun haben will. Nochmal zurück zur Demo. Also Berlin, 16.09. beginnt 12 Uhr mittags. Da sind viele bekannte Leute und ihr wollt natürlich, dass viele Leute kommen, ja. Deswegen seid ihr hier. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Zuschauer sich vielleicht wirklich da mal überlegen, da hinzugehen, damit man einfach zeigt, das sind viele und das sind nicht nur ein paar Leute. Ich kenne auch so Demos, wo man sagt, hier gegen dies und jenes, sondern stehen da 20 Leute, die sind zwar total engagiert, aber es wirkt dann so ein bisschen mickrig. Und dann denkt man, naja, interessiert ja keinen. Genau, es ist ganz wichtig, dass wir aus diesem virtuellen Raum raustreten. Wir sind also hinter jedem Facebook-Namen steht ein realer Mensch. Und diese realen Menschen müssen mal anfangen, auf die Straße zu gehen. Noch haben wir keine Impfpflicht. In Italien und anderen Ländern sind gerade die Pflichtimpfungen verstärkt worden, verschärft worden. Auch die Gesetze sind da grauenvoll. Also wir wissen, wir sind ja mit Italien gut verbunden und wir wissen von denen, dass die da wirklich anfangen, die Gesundheitsämter gehen da einfach in die Familien rein, setzen das Sorgerecht aus, nehmen die Kinder, impfen die und setzen die wieder rein in die Familien. Also das ist grauenvoll, was da schon passiert. Und wir möchten einfach, es sind ganz, ganz viele kritische Eltern hier, auch in Deutschland, die jetzt nicht nur grundsätzlich sagen, nein, ich impfe mein Kind gar nicht, sondern ich möchte für mein Kind halt nur diese Impfung haben oder ich möchte mein Kind nur im ersten Lebensjahr nicht impfen und fange dann an, aber mit den Impfungen, die ich für notwendig halte. Diese Individualität wird uns ja im Prinzip damit genommen, mit dieser Pflicht. Und wir sagen einfach, ja, das Virtuelle sieht man nicht, sondern wir müssen jetzt mal real auf die Straße gehen, so wie die Tausenden von Leuten das in Italien machen und sagen, also mit uns machen wir das, geht das hier nicht. Wir wollen das nicht und das halt schon bevor mal hier irgendein Gesetz jetzt das treut entsteht. Ja bei uns sozusagen auch diese Gefahr, dass das kommt. Mit den Impfungen, da sind ja auch ganz viele Gifte drin, ne? Also Thiomersal, das ist Quecksilber und so weiter. Was kann man denn heute sagen, was ist in den Impfstoffen drin, wo man sagt, das würde ich doch niemals einem Kleinkind schon gar nicht spritzen? Ja, also wir haben ganz viel Aluminiumverbindungen drin, Aluminiumhydroxid, Aluminiumsulfat, Phosphat. Aluminium ist ein Metall, was eben im Körper Entzündungen hervorruft. Das ist auch gewollt. Bei den Totstoffimpfungen braucht man dieses Aluminium, um überhaupt eine Immunantwort zu erzeugen. Ja, sonst hat man die nicht. Wenn man nur die Antigene spritzt, lacht der Körper drüber und schaltet die irgendwo wieder aus. Dieses Aluminium soll das Immunsystem scharf machen. Entzündung ist gewollt. Man hat aber diese Entzündung nicht im Griff. Dann hat man Stoffe drin wie Formaldehyd, was eben auch ein Konservierungsstoff ist. Und man hat Antibiotika drin, man hat Polysorbat 80 beispielsweise drin, das bei Mäusen eine Unfruchtbarkeit hervorgerufen hat. Das wissen wir.
Ja, und man hat jede Menge Stoffe drin, auch offenbar wirklich aus dem Schwermetallbereich, wie beispielsweise Barium, wie Cäsium. Es wurde Uran gefunden in Impfungen. Frage ich mich, was ist da, was soll das? Ja? Quecksilber wurde in allen Impfungen gefunden, wenn auch nur in Spuren, aber eben nicht deklariert. Dieses Labor hat im Auftrag von AKBUK, von Hans Tolzin auch mit initiiert, diese Impfungen alle untersucht, die da sind, gerade auf dem Markt. Und man hat Stoffe gefunden, die nicht deklariert waren. Und ja, das, da ist jede Menge Zeug drin, wo man sich fragt, wofür ist das jetzt notwendig, dass es da drin ist. Und wir haben keine Unbedenklichkeitsstudien über die einzelnen über die einzelnen Bestandteile in den Impfungen. Wir haben keine Unbedenklichkeitsstudie über Aluminium, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele Studien über Aluminium, die eben zeigen, da gibt es massive Nebenwirkungen und das muss untersucht werden, auch natürlich, von offizieller Seite. Ja? Das muss auch mal vom Hersteller untersucht werden. Das denkt man doch, dass das auch das Mindeste ist, dass, da, dass man untersucht, dass das nicht schadet, aber offenbar wird es nicht gemacht. Das heißt, wir haben da ein Komplex, wo wir denken, naja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Wir hatten das neulich schön mit dem Thema Elektrosmog. Da hat der gesagt, der Uwe Weiner, wenn das schädlich wäre, würde uns der Staat da ja vor schützen und er würde das ja gar nicht zulassen. Und dann hat er gemerkt, dass das eben eine naive Vorstellung ist, dass der Staat uns wirklich oder die Regierung oder wer auch immer uns davor schützt, dass wir geschädigt werden. Offenbar ist das nicht der Fall. Das heißt, wir müssen selber die Verantwortung übernehmen. Aufklärung ist wichtig und hier wäre es also wirklich wünschenswert, dass viele Leute kommen und zeigen, wir nicht mit uns, wir machen das nicht mit. Es gibt eine Seite freieimpfentscheidung.blogspot.com. Ich zeige das nochmal und wir können es auch nochmal einblenden, dass man sich da schlau machen kann. Kann man das so lesen? Da unten, ganz klein. Aber ein schönes Bild eigentlich, schönes Poster und ist gut organisiert. Also ich wünsche den Zuschauern, gerade wer in Berlin ist, der kann da ja mal hin und vielleicht lohnt es sich auch ein bisschen weiterzukommen. Ihr kommt ja teilweise, ihr fahrt auch einige Strecken im Moment, um Leute aufzuwecken. Ja, vor allem sind wir gut vernetzt, ja, auch mit den italienischen Organisationen. Es wird am selben Tag, werden zwei weitere Demos stattfinden in Italien und zwar in Venedig und in Aosta. Genauso über die freie Impfentscheidung und freie Therapiewahl. Ja, es ist wichtig, dass man einfach begreift, es geht hier gar nicht ums Impfen nur. Ja, sie fangen mit dem Impfen an, weil das so ein Thema ist, wo kaum jemand aufmuckt. Denn wir sind alle so indoktriniert worden von Geburt an, dass Impfen gut ist, dass Impfen Krankheiten verhütet und wer geimpft ist, wird nicht krank. So, und da gibt es keinen Protest. Den gibt es einfach nicht. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, die, so wie wir jetzt sagen, Moment mal, was macht ihr hier mit uns? Und wir werden ja kaum gehört, wenn wir nur als Splittergruppe auftreten. Und es ist einfach auch wichtig zu wissen oder zu begreifen, es geht hier gar nicht nur um uns, die sagen, Impfen kann schädlich sein, sondern es geht insgesamt um die Therapiefreiheit, denn das wäre der nächste Schritt. Erst machen Sie die Impfkritiker platt, dann machen Sie vielleicht die Homöopathen platt. Ja, es geht jetzt gerade auch, wird viel geschossen gegen die Homöopathie. Völlig unberechtigterweise. Und Heilpraktiker sollen verboten werden oder was weiß ich. Hat irgendein Politiker vorgeschlagen, ich hoffe, es kommt nicht, aber natürlich nicht so schnell, aber wenn keiner protestiert dagegen, dann geht es scheibchenweise. Und das ist wichtig, dass auch eben Menschen, die alternative Gesundheitskonzepte bevorzugen, merken, Moment mal, uns wird hier nach und nach der Handlungsrahmen eingeschränkt. Ja. Das geht ja, und hier irgendwann nicht ist es zu spät, Impfen. Dann ist es wie in 1984 oder so, da kriegt man seine Spritzen. Ich meine, für die Babys ist es ja eh schlimm, so gerade sozusagen geboren, dann schon die schlimmen Gifte reingespritzt. Das kann ja nicht gesund sein und für mich völlig unverständlich und den meisten Eltern ist es gar nicht bewusst und
Ich habe mal so ein Video gesehen, wo ein Kind dann wirklich von 4 Leuten festgehalten wird und weint und so und kriegt dann die Spritzen rein. Ich habe geheult. Also man kann es gar nicht. Ich verstehe die Leute nicht, die sowas machen können. Ja, absurd ist natürlich im Moment auch noch, was jetzt Debatte ist, dass die Kinder gleich am Tag der Geburt mit Hepatitis B geimpft werden sollen oder dagegen werden sollen. Und wenn man dann sich einfach mal erkundigt, wie Hepatitis B eigentlich übertragen wird und das ist eigentlich nur über Blut oder Körperflüssigkeiten, dann fragt man sich, oder beim Sex, dann fragt man sich natürlich ein neugeborenes Baby, wo kommt das damit in Kontakt? Ja. Das sind alles so eine absurden und abstrakten Geschichten, wo wir einfach sagen, Leute, denkt einfach mal nach. Und uns ist es einfach ganz wichtig, dass die Leute jetzt mal sagen, kommt, wir zeigen uns jetzt wirklich mal real, weil wir werden ja irgendwie immer noch alle belächelt, von wegen Aluhüte, wie in vielen Themen. Und ihr seid ja immer noch die Minderheit und ihr seid daran schuld, dass die Herdenimmunität nicht funktioniert. Und also ein Quatsch muss das man ist, sich anhören. Das wäre ja das ne? wenn alle Kinder an der Schule geimpft sind und da kommt jetzt eins, das nicht geimpft ist, dann müssten die anderen noch geschützt sein, weil die sind ja geimpft. Aber das dann sagt man, jetzt kommt da das Kind rein und schädigt die. Und aber das Absurde ist ja immer, dass gerade die ungeimpften Kinder ja meist die Kinder sind, die immer gesund sind und nicht infiziert werden. Das ist ja schon merkwürdig. Ja, und wenn die Kinder oder die Eltern, die merken es dann vielleicht erst nach der Impfung und dann vielleicht eine lange Leidensgeschichte über Jahre beginnt, bis man dann kapiert, dass vielleicht da der Zusammenhang besteht und viele vielleicht niemals merken, dass der Zusammenhang besteht mit der Impfung. Ja. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Danke, dass ihr euch dafür engagiert nochmal. Also 16.09., 12 Uhr, Berlin Wedding, Müllerstraße 178. Und wir blenden nochmal die Seiten ein. Das ist blöd, wenn ich das hier mal so hinhalte. Aber dann haben wir es zumindest drin, wenn es vergessen wird, irgendwo was einzublenden. Es gibt eine Facebook-Seite. FIEGZ, was heißt das? Freie Impfentscheidung gegen Zwangsbehandlung. Sehr gut. Okay, also ich wünsche euch viel Erfolg und vielleicht findet das ja auch jedes Jahr statt mal. Da kann man ja überlegen, es gibt ja diese United March Against Chemtrails jedes Jahr zum Beispiel ist, glaube ich, etwas, wo man vielleicht immer wieder auch aufmerksam machen muss. Aber das ist jetzt erstmal wichtig. Ich rufe dazu auf, hier da hinzugehen und das zu unterstützen. Und vielleicht sehen wir uns da. Vielen Dank, Andrea und Daniela. Dankeschön. Ja, danke, dass wir hier dahin durften.